Wohin entwickelt sich unsere Schulmedizin? Diese Frage stellen sich auch immer mehr Mediziner und auch Heilpraktiker. Ich stelle die Frage anders. Wie viel Bio braucht die Prävention, um dem Menschen wirklich helfen zu können bei der Prävention von Alzheimer, Herzinfarkt, und Co.? Wie viel mehr sollte man sich über den biologischen Weg in der Prävention noch Gedanken machen? Mein Name ist Dr. Markus Stöcher und ich habe mir diese Gedanken schon viele Jahre gemacht. Ich komme aus der schulmedizinischen Forschung, aus der biologischen Forschung. Ich bin Genetiker und arbeite in einem Bereich, wo es darum geht, wie schaut die Schulmedizin in 10 Jahren aus. Ich bin nämlich als Genetiker immer in der Biomedizin für die translationale Forschung verantwortlich gewesen, also Information direkt aus der Forschung in die Klinik hineinzutragen. Und das ist das, was Genetiker damit tun, wenn sie neue Parameter finden, ob es jetzt P53 Mutationen sind, ob es HLA-Typisierungen sind. Es geht immer darum, aus der Erbsubstanz herauszulesen, was es für Risikofaktoren für Krankheiten gibt oder dergleichen. Ich habe jetzt seit 5 Jahren die Seiten gewechselt und bin jetzt in der biologischen Medizin. Das heißt, mich interessiert jetzt vielmehr das Energiesystem des Menschen, das Regulationssystems des Menschen. Und viele Ärzte sind ein bisschen hin und her gerissen. Noch halten sie sich sehr fest an den sehr apparate spezifischen bildgebenden und Blutanalysen. Aber es ist immer mehr eine Diskrepanz da für einen Mediziner, wie ganzheitlich er seine Patienten sieht und wie er in der Prävention reagiert. Das heißt, die Medizin braucht mehr Bio, das ist klar, aber Bio ist in dem Fall eben nicht Biomedizin, sondern biologische Medizin. Es geht darum, dem Körper das zu geben, was er kennt und mit dem er auch arbeiten kann. Und aus dem Grund habe ich für Sie ein Video aufgenommen, wo man den Unterschied sieht zu dem biomedizinischen, genetischen, epigenetischen Bereich, zum biologischen, medizinischen, zur Regulation, zur Matrix, zur Energiemedizin, Informationsmedizin. Und das würde ich Ihnen jetzt gern präsentieren. Dauert doch ein Stück, also wenn Sie Interesse haben, sehen Sie sich das folgende Video an. Herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag in der Ausbildungsreihe Gesundheit 2.0 – Prävention macht immer Sinn. Heute geht es um Prävention aus verschiedenen Sichtweisen. Einerseits die biologische, aus der ich komme, andererseits der energetische, wo ich hingehe. Mein Name ist Dr. Markus Stöcher und ich möchte Ihnen in der nächsten Dreiviertelstunde erzählen, warum es so wichtig ist, beide Seiten zu sehen. Und wo die Unterschiede liegen zwischen der Biomedizin und der biologischen Medizin, wo die großen Vorteile wären, wenn sich die energetische Sicht der Dinge mit der medizinischen Sicht der Dinge verbinden würde, wenn sich die Ganzheitsmedizin zur Vorbeugung unserer Zivilisationserscheinungen wirklich durchsetzen würde, nicht nur eine ständige Modernisierung unseres alten Denkens. Hier sehen Sie, wo ich meinem schulmedizinischen Spuren hinterlassen habe, beziehungsweise wo ich mein Wissen in der Biomedizin hier habe. Ich bin von der Ausbildung her Biologe, im spezifischen Genetiker. Und als Genetiker habe ich mir in der Virologie, in der Analyse von Viren und in der Onkologie, in der Analyse von der Erbsubstanz von Krebspatienten, schulmedizinisch meine Spuren verdient. Nach 12 Jahren Tätigkeit in den beiden Laboren habe ich mich der Prävention verschrieben, weil mir klar wurde, dass die Schritte in der Entwicklung bzw. die Forschungsergebnisse, die uns gut verkauft werden, nicht unbedingt so zum Ziel führen, wie ich es mir vorstelle, dass man Gesundheit erhält. Es wird so sein, dass man chronische Krankheiten besser managen kann. Aber in der Prävention sollte es ja gehen, die Gesundheit so lang wie möglich zu erhalten. Und wenn man sich die Entstehung einer Krankheit anschaut, dann gibt es eben drei verschiedene Möglichkeiten der Prävention. Es gibt die primäre Prävention, die ansetzt, bevor noch irgendeine Schwäche sichtbar wird. Es gibt die sekundäre Prävention, die wir als Gesundenuntersuchung oder Vorsorgeuntersuchung kennen. Und es gibt die tertiäre Prävention, die erst dann greift, wenn die Krankheit schon da ist und durch verschiedene
medizinische Eingriffe mal zum Stehen gebracht worden ist, scheinbar. Dann geht es darum, den Patienten so lange wie möglich in der Remission, in dem Zustand der Gesundheit, relativen Gesundheit zu lassen. Also wenn man von Prävention spricht, muss man immer unterschiedlich definieren, in welchem Bereich man tätig sein möchte. Die Schulmedizin ist im sekundären Bereich sehr stark und hängt sich auch hier die Medaille für die beste Qualität um, zumindest in Mitteleuropa. Die tertiäre Prävention ist etwas, was so gar nicht wahrgenommen wird, dass man auch mit Krankentherapie zur Prävention macht. Für die primäre Prävention bleibt da wenig Zeit noch Geld. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Soll heißen, die Gesundheit muss in die Eigenverantwortung. Das ist auch der Grund, warum ich diese Vorträge halte, um Ihnen, der, die gesund werden möchte, gesund bleiben möchte, das Wissen hat, wie das funktionieren kann. Sie sehen, es sind verschiedene Kreise, die hier zu finden sind, die definieren, wo die verschiedenen Ansätze liegen. Und wenn wir schon im Vergleich zwischen primärer und sekundärer Prävention sind, dann möchte ich so einfach das erzählen, was Sie eh schon wissen. Wenn wir unsere Vorsorgeuntersuchung machen, dann wird der Blutzucker kontrolliert, die Leberwerte, das Cholesterin. Und das ist ja eigentlich für sich eine Prävention. Nur es ist leider so, dass es in der Prävention, in der schulmedizinischen Prävention, erst dann zu einer Aktion kommt, wenn diese Werte aus den Normwerten hinausgehen. Dasselbe gilt für auch die anderen Blutchemie bzw. Blutzellanalysen. Aber in der sekundären Prävention spricht keiner von den Alltagsgiften, von der Übersäuerung und von der Verschlackung, die hinter diesen Parametern liegen. Denn das Cholesterin ist kein großes Problem, das körperintern durch Ernährung entsteht, sondern durch eine Stoffwechselentgleisung, eine langjährige Stoffwechselentgleisung. Der Blutzucker ist auch ein Thema, das von Umwelteinflüssen beeinflusst wird, natürlich besonders der Bewegungsfaulheit, die wir haben. Die Leberwerte ist eine Problematik aus den verschiedenen Belastungen der Umwelt, wo wir zum Beispiel Elektrosmog, den Stress und die Vitalstoffdefizite so gar nicht von der Schulmedizin abgedeckt haben derzeit. Also das heißt, was wir in der sekundären Prävention sehen, ist eigentlich nur ein Verlauf von Problemen, die jahrzehntelang unsichtbar waren, dann sichtbar werden und dann medikamentös wieder ins Normale, was das immer heißen möchte, zurückgedrängt werden. Die Vererbung wird da oft in die Schlacht geführt. Das ist auch der Weg, wo sich die Schulmedizin hin entwickeln möchte. Sie möchte die Menschen, die für Blutzucker, die für erhöhte Leberwerte, die für erhöhte Cholesterinwerte anfällig sind, schon frühzeitig herausfiltern und die dann behandeln. Aber da ist die Forschung noch nicht so weit, da wirklich ein gutes Konzept auf die Füße zu stellen. Außerdem ist es sehr, sehr sensibel, mit der Erbsubstanz umzugehen. Das habe ich schon in meinen Jahren im Krankenhaus erlebt. Also das ist so der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Prävention. Wo ist also das System schwach? Warum muss man der sekundären Prävention unserer Vorsorgeuntersuchung ein bisschen nachhelfen? Die Umweltmedizin ist nicht abgebildet. Warum? Weil die Umweltmedizin ein sehr neues Konzept, ein sehr neuer Bereich der Schulmedizin ist und sich mit Themen auseinandersetzt, die sehr sensibel sind, weil von vielen so gedacht als nicht vermeidbar gelten. Aber die Umweltmedizin sagt ja nicht nur, wie unser Körper damit umgeht, dass wir immer mehr Chemikalien zu uns nehmen, in der Luft verpestet werden oder eben Elektrosmog haben. Die Umweltmedizin spricht das aus, was vielleicht manche Biologen denken, was die wahren Auslöser von Krankheiten sind. In der Umweltmedizin werden auch die großen Verhinderer von Gesundheit angesprochen, also die Problemherde im Körper, die auch viel zu wenig beobachtet werden. Das sind besonders die Zähne, die durch entweder Amalgamplomben oder durch verschiedenste zahnmedizinische Veränderungen
geschwächt werden. Eine Wurzelbehandlung ist eine drastische Schwächung. Veränderungen im Bereich des Zahnhalses sind ein Problem. Kieferveränderungen sind ein Problem. Das sind aber alles Probleme, die jetzt von den Zahnärzten nur sehr schleppend angegangen werden. Die Zähne sind eigentlich zum Reparieren da und eine Wurzel ist zum ja, Rausziehen da. Das heißt, am besten schaut man sich nur die Löcher an und stopft die. Und was drunter ist, ist ja drunter. Das sollte eigentlich keinen weiter beunruhigen. Dasselbe gilt fürs Kiefer. Also Kieferorthopäden ist eine seltene Gattung von Ärzten, sollte es aber viel mehr geben oder auch Kieferchirurgen, weil das Kiefer ein extrem wichtiges ja, Regulatorium in unserem Körper ist, besonders das Kiefergelenk. Man sieht auch, wie viele Kinder mit Zahnspangen herumlaufen, um das zu regulieren, um da wirklich Prävention zu treiben. Viele sehen es immer noch nur als Schönheits Therapie, sage ich mal. Also Zähne und Kiefer sind unterschätzt von der Umweltmedizin, stark in den Fokus gerückt. Auch Wirbelsäule ist unterschätzt. Nicht nur die Dornbreuß-Therapeuten, sondern auch die Kraniosakraltherapeuten und die Chiropraktiker und die Osteopathen wissen, wie viel Probleme in der Wirbelsäule schlummern können, beziehungsweise wie viele chronische Zustände über die Wirbelsäule erhalten bleiben, beziehungsweise verstärkt werden können. Hier besonders wichtig zum Beispiel der erste Halswirbelatlas, der aber kaum in der Schulmedizin sichtbar ein Problem hat, aber jeder, der Unfälle hat in seinem Laufe seines Lebens, ob es jetzt ein Autounfall ist, ein Pferdereitunfall oder was immer, wird mit dem Atlas Probleme haben oder kriegen. Hormonell ist das System auch ein bisschen schwach, weil man bei den Hormonen zwar viel misst und dann auch viel gibt, aber natürlich leider meistens künstliche Hormone. Und hier ist das Künstliche wirklich ein Problem. Der Körper kann mit dem ganzen Künstlichen schlecht arbeiten oder wird dereguliert. Bei den Hormonen sollte man nicht nur an den Wechsel denken und an irgendwelche schweren Krankheiten, die hormongetrieben sind, sondern auch die Stresshormone sind ein Thema. Auch noch schlecht abgedeckt, weil auch noch ja, viel zu wenig bevorsteht, autoimmunen Probleme in unserem Körper. Es gibt viele, viele hundert autoimmune Möglichkeiten. Das ist eigentlich immer nur das Problem, dass das Immunsystem gegen eigene Körperstrukturen kämpft oder gegen eigene Körpersubstanzen kämpft. Und auch hier sieht man einen enormen Wachstum an Problemen, besonders Schilddrüsenprobleme, autoimmune Genese sind hier ein Thema, wird aber von der Schulmedizin noch wirklich eher sträflich behandelt. Gibt natürlich Spezialisten, aber auch viel zu wenige. Und dann natürlich die vielen subklinischen Störungen, weil ein Mediziner ist erst dann aktiv oder hat aktiv zu sein, wenn irgendwas klinisch sichtbar wird. Nur subklinische Störungen, wie zum Beispiel nitrosativer Stress oder eine HPU-Schwäche, sind für einen Schulmediziner noch kein, oder da sieht er noch keinen Handlungsbedarf. Und auch hier wieder die Vererbung. Es gibt natürlich auch viel zu wenige Humangenetiker, die sich mit der Erbsubstanz wirklich auseinandersetzen und auch der Geschwindigkeit der Entwicklung mithalten können, sage ich mal so ganz unwertend. Das heißt, die Menschen wollen Prävention, aber vielleicht eine andere, wie wir sie jetzt haben, und sie möchten am System etwas ändern, nur das System ändert sich nicht, weil es ist ein System vieler Hände. Eine wirkliche Früherkennung, die man sich wünschen würde, kann man bei einer Dame nicht unter einer Mammographie sehen, weil Mammographien sind meistens sehr unangenehm, oft auch sehr schmerztreibend. Dasselbe gilt für eine Prostata, Punktion, die zwar jetzt nicht schmerzend ist, weil man ja in einer Narkose liegt, einer lokalen, aber man hat halt schon viel gehört, dass durch so eine Punktion erst wirklich Probleme ausgelöst werden können. Auch bei einer Mammographie hat man gehört. Was auch daran ist, möchte ich jetzt gar nicht bewerten, dass auch hier Probleme durch den enormen Druck, der ausgelöst wird, gemacht wird. Also das ist das, was wir haben. Und Sie würden sich halt eine wirkliche Früherkennung wünschen, die jetzt nicht so massiv in das System eingreift. Sie würden sich besonders bei Schmerzen oder rheumatischen Problemen eine Wurzelbehandlung wünschen, also nicht nur Schmerzmittel oder Cortison. Das sind so die probaten Mittel der Schulmedizin bei diesen zwei Problemen. Und sie würden sich gerne ein Leben ohne
Medikamente wünschen. Fast jeder 70-Jährige hat schon einen Cholesterinsenker. Schilddrüsenprobleme beginnen oft schon bei 20-, 30-jährigen Damen. Und das Problem ist daran oft, dass das eine lebenslange Therapie ist, also oft 40, 50, 60 Jahre. Und die Menschen möchten, glaube ich, gerne wissen oder verstehen lernen, wie ihr Problem entstanden ist. Also das heißt, das ist das Problem. Oder das ist die Problemstruktur, vor der wir stehen, wenn wir uns mit Prävention und mit einem wirklichen, tiefgreifenden Veränderungsprozess in unserer Vorsorgeuntersuchung auseinandersetzen möchten. Dazu muss man aber sagen, okay, es gibt nicht nur die körperlichen Probleme, die man da im Visier haben muss, sondern auch die mental-emotionalen, wie im Stress, im Schock. Beim Stress gibt es natürlich nicht nur den emotionalen Schock, sondern auch den Stoffwechselschock, Stress, Entschuldigung, durch die ständige Überflutung mit falschen Informationen, durch eben Handymasten, durch eben Hochspannungsleitungen. Beim Schock sehe ich sowieso die Wurzel der meisten Probleme gesundheitlicher Art, und es müssen nicht Schocks sein, die extrem überschießend sind für die ganze Menschheit, so wie Krieg oder so wie der Tod, sondern es ist sehr subjektiv, was jemand als Schock erlebt. Aber so wie der Dr. Hamer schon gesagt hat, ein Schock in irgendeiner Form ist natürlich völlig unerwartet, er ist sehr tiefgreifend und er ist bleibend. Das heißt, man kann ihn nicht in der Sekunde lösen, in der er auftritt. Also er ist sehr, sehr tiefgreifend für die Person, die ihn erlebt. Also das heißt, wenn man von ganzheitlicher Prävention spricht, muss man sich über diese drei Ebenen oder diese drei Bereiche und natürlich viele andere Gedanken machen. Und dann natürlich das, was daraus wird, was so der rote Teppich für Krankheiten ist, nämlich chronische Entzündungen und Regenerationsdefizite, aufbauend eben auf das, was dann im Laufen ist. Bei den Schocks sind es die SBS, beim Stress ist es ein ständiges Defizit an Regeneration, bei den körperlichen Problemen sind es eben Zellschäden und chronische Entzündungen. Und natürlich von immer multifaktorielle Zusammenhänge zwischen den dreien. Und wenn man das so sieht und wenn man das begreift, dann kann man auch aus dem alle unsere Zivilisationskrankheiten oder Erscheinungen ableiten. Und so muss man dann leider auch das Problem wieder in die positive Richtung zurückentwickeln. Wenn man jetzt so rein auf der Ebene der körperlichen Probleme arbeitet, dann gibt es auch wieder verschiedene Sichtweisen. Es gibt das, was der Hausarzt weiß oder tut, es gibt das, was die Wissenschaft weiß und tut, und es gibt das, was der Hausverstand einem sagt. An einem Problem möchte ich es kurz einmal erläutern. Wenn ich Cholesterinerhöhung habe und das über zwei, drei Mal, dann wird der Arzt sagen, wir müssen mal was gegen Ihr Cholesterin tun. Ihr Gutes ist zu niedrig, Ihr Schlechtes ist zu hoch. Das ist dauerhaft nicht gut fürs Herz oder die Gefäße, also brauchen wir einen Cholesterinsenker. Der Spezialist wird sagen, na, schauen wir mal in die Tiefe. Haben Sie mit einem erhöhten LDL wirklich ein Problem? Ja, weil Ihr oxidiertes LDL ist so hoch, oder Sie haben zu wenig VLDL, also das Very Low Density Lipoprotein, oder Sie haben zum Beispiel das ATMA, das über die Gefäß Flexibilität Aussage treffen lässt, oder über die Gefäß Ansteuerung, sagen wir mal so. Und der Biologe und auch der Hausverstand sagt, ja, Cholesterin ist ein Baustein, ein wichtiger Baustein für den Körper, den darf ich ja eigentlich nicht so runterdrücken mit aller Macht, weil der Körper braucht das Cholesterin, wie zum Beispiel für Hormone, für Vitamin D und für Gallensäure. Und auf Basis dieser verschiedenen Denkweisen kommt es natürlich auch zu verschiedenen Therapieansätzen. Also der Hausarzt greift sehr schnell zu Statinen, also einem Cholesterinsenker, sagt aber meistens nicht dazu, bitte nehmen Sie auch ein Q10, weil die Cholesterinsenker Ihnen sehr viel Q10 wegnehmen. Der Spezialist würde einen Schritt weitergehen und sagen, ja, um zu verhindern, dass das LDL oxidiert, braucht man viele Antioxidantien. Wir müssen die Fette zu den Omega-3-Fetten oder die prozentual mehr Omega-3-Fette dem Körper geben. Wir müssen also das Ratio zwischen Omega-3 und Omega-6 verschieben. Und wir brauchen zum Beispiel Arginin, wenn das ATMA ein Thema ist, weil das die Gefäße wieder aufmacht. Und wenn man offene Gefäße hat oder groß oder weitgestellte, so sagt man, Gefäße, dann ist natürlich der Blutdruck wieder verringert und auch anzunehmen, dass das Cholesterin mal wieder abnimmt.
Und der Biologe wird sagen, nee, nee, also das läuft alles über die Leber, da müssen wir entgiften, wir müssen Leber unterstützen, wir müssen Ernährung umstellen, auch wieder Richtung Omega-3. Also sind schon so Verschränkungen der einzelnen Ansätze, aber natürlich grundsätzlich verschiedenes Wissen führt zu verschiedenem Tun. Und wenn man jetzt so meine Sicht der Dinge so ausbreitet, dann ist wirkliche Früherkennung wirklich zu wissen, welche ererbten und erworbenen Schwachpunkte habe ich. Und das sollte ich wissen in einem Alter, wo noch alles kompensierbar ist. Bei der Wurzelbehandlung sollte ich wissen, was steckt hinter meinem Symptom. Und da ist die Psychoneuroimmunologie oder die Psychoneuroendokrinologie die wissenschaftliche Geschichte an der Basis oder eben die Hammerschen fünf Naturgesetze zum Beispiel. Und dann natürlich auch immer, was man den Menschen als Alternative aufzeigen darf und sollte, dass es auch für jedes Problem ein Kraut gewachsen gibt auf unserer Erde. Also die Natur hat viele Pflanzen entwickelt, die uns gesund halten. Und die Energiemedizin in Kombination mit diesen Naturheilkräutern oder anderen Produkten machen ein großes Portfolio auf, aus das wahrscheinlich den Medikamenten ebenbürtig ist. Und insgesamt geht es bei allen den Punkten, die wir hier anführen, um die Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Das ist das Zentrum aller Bemühungen, sollte es sein. Nicht die nach unten drücken von dem Immunsystem durch zum Beispiel Cortison, sondern zu einem Heben der Kräfte im Körper, zu einem Stärken zur Selbstheilung. Also die Früherkennung ist dann, wie man so gerne sagt, eine Lebensstilmedizin. Und da haben wir auch einige Probleme, die wir uns einmal vor Augen führen sollten, damit es nicht zu einem Früherkennungsproblem führt. Nämlich ein Lebensstilmedizin möchte gern wissen, wie es im Körper ausschaut. Problem ist, dort entstehen auch die Defizite im Gewebe. Wir in der Schulmedizin schauen aber leider nur im Blut. Zweiter Punkt, Probleme entstehen nicht von heute auf morgen. Also ein Krebs entsteht nicht innerhalb von Tagen, sondern innerhalb von Jahren. Wir kümmern uns aber immer nur um den Akutzustand. Die Entwicklung können wir oder wollen wir nicht uns anschauen. Wir haben zwar einen Patienten oder Klienten dann schon oft gesehen, aber es fehlt die Zeit, da ein bisschen ja, systemkritischer zu sein. Was ist davor gewesen, bevor es sichtbar nach außen zu einem Problem gekommen ist. Und das Dritte ist natürlich, dass die Probleme hausgemacht sind und dass wir dem Körper nur helfen können, wenn wir den Menschen, der diesen Körper mit sich herumträgt, auch dazu bringen, im Leben etwas wirklich umzustellen. Also nicht nur kurze Mal für eine Woche, einen Monat, sondern wirklich langfristig, um das Problem wirklich angehen, lösen und dauerhaft auflösen zu können. Um da jetzt einmal zu klären, wo da die Schere immer weiter aufgeht, habe ich mal zur Begriffserklärung die biologische Medizin der Biomedizin gegenübergestellt. Ich bin ja jahrelang in der Biomedizin gewesen. Das heißt, die Genetik ist ein Teil, ein sehr wichtiger Teil der Biomedizin und dahin will sich auch die Schulmedizin immer mehr entwickeln. Gerade im großen Bereich der Onkologie möchte man wissen, hat man eine Veränderung bei P53 bei Genen, die für den Abbau von Medikamenten verantwortlich sind, bei dem System der HLA-Subtypen. Das kann schon sehr viel Aussage treffen über den Zustand eines Zellsystems, über den Entwicklungsstand einer onkologischen Krankheit, über die Prognose. Die Epigenetik in der Biomedizin ist dann noch moderner, die zeigt eigentlich, welche Parameter von außen am meisten in die Regulation der Erbsubstanz einwirken. Und da kann man auch durch Ernährung sehr viel ändern. Da ist man aber noch in den Kinderschuhen. In der Genomik, Genomik hier auf Deutsch, geht es wirklich darum, zu messen, welche Gene werden wie stark wirklich angeregt, sprich zu Information umgesetzt, die dann im Körper nutzbar ist. Das heißt, das ist die Genexpression, die Genexpressionsmuster.
Die biologische Medizin auf der anderen Seite, über die ich jetzt dann mehr sagen möchte, weil über Genetik, Epigenetik und Genomik gibt es auf dieser Ebene für Sie wenig zu wissen, würden Sie auch völlig überfordert sein, so punktuell das Wissen aus dem ganzen Bereich für sich auf dem Tisch zu haben. Bei der biologischen Medizin ist es ein bisschen anders. Bei der biologischen Medizin geht es um die Funktion des Körpers, also die funktionelle Medizin. Da möchte ich ein bisschen über die Kausalketten reden im Körper, die vielen gar nicht klar sind, und dann nehme ich die Ärzte gleich mit ein. Die Zusammenhänge zwischen einer Gallenblase, einem Gallenblasenproblem und zum Beispiel anderen Drüsen im Körper ist eigentlich so wenig bekannt, ist auch ein Teil, mit dem sich nur hauptsächlich Heilpraktiker auseinandersetzen oder eben Ganzheitsmediziner. Dasselbe gilt für die Matrixmedizin, die sehr vielversprechend sich entwickelt hat, aber auch ein Schattendasein treibt. Die ECM, extrazelluläre Matrixfunktion, ist ein wirklich federführender Parameter in der Entstehung von gesundheitlichen Problemen, wird aber als solches nicht wahrgenommen. Dann Informationsmedizin, da möchte ich ganz kurz über das Zytoskelett sagen, über die Biophotonen eigentlich wenig, weil es auch einfach den Rahmen sprengt. Das heißt, wie wird Information im Körper weitergeleitet? Über das Zytoskelett werde ich gleich erklären, wie das geht, und über Biophotonen, also über Licht, also die Zellen kommunizieren mit Licht, das haben jetzt auch schon einige Wissenschaftler wissenschaftlich mehr oder weniger zum Punkt gebracht. Und dann natürlich die Frequenzmedizin, das heißt, wie kann ich den Körper mit Frequenzen aus Magnetfeldtherapien, aus reinen Frequenzmodulationen helfen? Da ist die Hulda Clark mit ihrem Zapper natürlich ein Thema. Und wo sich diese beiden Dinge treffen, aber eigentlich unversöhnlich treffen, ist die Mitochondrienmedizin. Auch ein sehr neuer Entwicklungsbereich der Medizin, wo man ja weiß, die Mitochondrien haben ihre eigene Erbsubstanz und die verändert sich noch schneller, weil sie nicht gut repariert werden kann. Auf der anderen Seite ist die Mitochondrienmedizin auch sehr, sehr stark von den Informationen und von funktionellen Kreisläufen abhängig. Also man sieht schon, es gibt gemeinsame Bestrebungen, aber da öffnet sich die Schere eher mehr, dass man sagt, also Mitochondrienmedizin kann man jetzt mit biologischer Medizin nicht erklären, sondern nur mit Biomedizin und mit blanker schulmedizinischer Wissenschaft. Aber ich möchte Ihnen jetzt kurz schildern, wie ich in der biologischen Medizin die Zukunft der Prävention sehe, weil ich möchte jetzt wieder zurück zur Prävention kommen. Ich habe jetzt oft genug das Wort Medizin genannt. Therapieansätze sind so wie die verschiedenen Bereiche sehr, sehr weit auseinander. Das heißt, bei der Biomedizin, um wieder rechts zu beginnen, ist man ganz am Anfang, da wirklich Therapieansätze zu machen, mit verschiedenen im Labor produzierten Therapeutikern, die dann aber sehr spezifisch, besonders jetzt in der Onkologie eingesetzt werden, Small Molecules oder mit Antikörpern wird gearbeitet. Die Gentherapie ist noch ganz am Anfang, obwohl sehr viele Menschen darauf warten und hoffen, dass sie durch eine Gentherapie behandelt werden und geheilt werden. In der Epigenetik ist man noch auch in den Kinderschuhen oder eigentlich in den Windeln, wo es darum geht, wie kann man Methylierungsprozesse, Acetylierungsprozesse steuern, was ist da wichtig, ist es Vitamin B12, das da wichtig ist. Und im genomischen Bereich ist es natürlich wie in der Genetik, dass es mit siRNAs, also mit minimalen kleinen Erbsubstanzstückchen funktioniert, aber da ist man grundsätzlich noch gar nicht in der therapeutischen Ebene drinnen. Auf der biologischen Medizin ist man natürlich da viel weiter, aber natürlich auch viel breit gestreut. In der funktionellen Medizin besonders Drainagemittel auf homöopathischer Basis, das heißt, man drainagiert die geschwächten Bereiche. In der Matrixmedizin geht es hauptsächlich um das Freischaufeln des Bindegewebes, also der extrazellulären Matrix. Informationsmedizin ist das Mittel der Wahl in der Prävention, wenn es darum geht, sehr tief in das System hineinzugehen. Also das ist dann wirklich dann nochmal das letzte Ausputzen. Man hilft zuerst einmal an der Oberfläche, den Berg abzutragen, und mit der Informationsmedizin, in dem von jetzt zum Beispiel der Homöopathie oder der Isotherapie, kann man sehr schön dann aber auch die Wurzel und den Keim behandeln. Und wie gesagt, Frequenzmedizin habe ich den Zapper schon genannt, aber auch hier sollten noch die Magnetfeld
Matten genannt werden und viele, viele andere Dinge, die da sehr gut entwickelt, aber wenig bekannt sind. Und in beiden Bereichen geht es immer mehr dazu über, bei der biologischen Medizin war es immer so, in der Biomedizin wird es immer mehr, dass man es dann an personalisierte Medizin festmacht. Das heißt, das Problem dieser ganzen Ansätze ist, dass es kein Patentrezept gibt für Tausende von Menschen, sondern eher ein Patentrezept für den Einzelnen geben, zu entwickeln gilt. Das heißt, das ist natürlich für die Entwicklung von Therapeutikern die Hölle oder für den Therapeuten die Hölle, wenn er individuell immer alles anpassen muss. Also die Schulmedizin mit der Massenabfertigung, die es jetzt schon gibt, ist es fast unmöglich, personalisierte Medizin so zu treiben, wie man es möchte. Man versucht es auf Basis von genetischen Daten, man versucht es auf Basis von energetischen Daten, aber es ist natürlich für beide Seiten schwierig. Großer Vorteil der biologischen Medizin, diese Therapeuten nehmen sich mehr Zeit. Und es gibt alles. Also Beispiele zum Beispiel für die Genetik wären die HLA-Subtypen. Also man würde schon, wenn man bei einem Menschen analysieren würde, ist er für Diabetes mellitus Typ 1 anfällig, könnte man schon anhand an der Analyse der weißen Blutkörperchen, also der Rezeptoren der weißen Blutkörperchen, könnte man erkennen, ob er anfällig ist. Dasselbe gilt für Heuschnupfen, Hausstauballergie, Hashimoto zum Beispiel. Da weiß man schon, wie die HLA-Merkmale ausschauen müssten, um zu einem Risiko Fall zu werden. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil der Liste, die ich hier habe, wird eingesetzt, aber auch nur in einem geringen Maße. Warum? Die Analyse ist wieder teuer. So eine HLA-Analyse kann bis zu 2.000 € kosten. Das zahlt natürlich die Kasse nicht. In der Mikroimmuntherapie wird das gemacht. Da wird es auch oft von der Kasse bezahlt. Ist aber auch etwas. Mikroimmuntherapie ist auch etwas, was eher wenig bekannt ist. Matrixmedizin, wie ich schon gesagt habe, die extrazelluläre Matrix ist ein Thema, also das ist die Matrix zwischen den Zellen, die für die Versorgung und die Entsorgung der Zellen da ist, ist da Verschlackung da, also ist diese extrazelluläre Matrix kein flüssiger Zustand, in keinem flüssigen Zustand mehr, sondern mehr in einem Gelzustand, dann führt es zu Problemen, Entsorgungsprobleme, Versorgungsprobleme, Schmerzen, immuntechnische Probleme und so weiter. Also man muss dann dafür sorgen, dass wieder aus diesen verschlackten, geligen Matrix-Substanzen wieder eine Flüssigkeit, unter Anführungszeichen flüssige, bewegliche Masse wird. Und jetzt im Spezifischen zu den einzelnen Punkten, die ich angesprochen habe, zur biologischen Medizin. Damit man Zusammenhänge in der Prävention, in der Entstehung von Krankheiten und aber auch in der primären Prävention vermeiden kann, bedarf es zum Beispiel der Kausalketten, wie sie von Dr. Schimmel etabliert wurden. Man muss verstehen, wie unser Körper aufgebaut wird mit Keimblättern, auf das werde ich hier kurz eingehen. Man muss ein bisschen ein senkmentales Denken haben, wie eben ein Therapeut, der sich mit der Wirbelsäule auseinandersetzt. Also man weiß, dass verschiedene Bereiche im Körper mit verschiedenen Gehirnregionen verbunden sind, aber man weiß auch, dass er über diese nervale Innervierung, also die nervale Ansteuerung der verschiedenen Organe, immer wieder Rückkopplungsprozesse da sind und diese segmentale Zusammenhänge, die sollte man zumindest wissen, dass sie gibt. Also wenn man nicht damit arbeitet, ist auch kein Problem, man muss ja nicht alles tun, aber man sollte dann zumindest, und das ist auch so mein Wunsch, dass die Menschen, die an einem Klienten arbeiten, ob es jetzt ein Masseur ist, ob es jetzt eine Ernährungsberaterin ist oder ein Ernährungsberater, ob es ein Präventionspraktiker ist, der sollte verstehen, was der andere meint und auch sich darauf einlassen. Bei der Matrix geht es natürlich um die Verbindungselemente im Bindegewebe und der Psychoneuroendokrinologie, habe ich eh schon gesagt. Da geht es darum, wie sich verschiedene äußerliche Einflüsse wie Schocks, wie eben Emotionen, wie Umwelteinflüsse auf unsere Gene bzw. auf unser Immunsystem und dergleichen auswirken. Also man sieht, die Punkte sind für Sie vielleicht neu, wäre aber wichtig, da ein bisschen einen Überblick zu haben. Kausalketten, also das ist aus dem Buch von einem Schüler von Dr. Schimmel und der hat es in den letzten 50 Jahren, 2003 ist er gestorben, glaube ich, zusammengetragen. Er ist ein Arzt und ein Zahnarzt gewesen
Da habe ich nur zwei Beispiele aus seinem großen Wissensschatz herausgenommen, wo er zeigt, wie Gallenblasenprobleme auch auf den Urogenitaltrakt, auf die Leber, auf den Magen und die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, auf den Dickdarm, auf die Sehnen und die Halswirbelsäule und auf die Augen und Ohren wirken können. Sei es einerseits über die Meridiane, sei es andererseits über die Entwicklung, über die Keimblätter oder sei es über die Lymphe oder dergleichen. Das heißt, er hat das für alle Organe, für die Hauptorgane gezeigt, dass es immer so eine Kausalkette gibt, dass eigentlich vielleicht, wenn jetzt die Gallenblase anzeigt, das Problem eigentlich ganz woanders ist, wie zum Beispiel bei der Halswirbelsäule oder im Urogenitaltrakt. Dasselbe gilt für den Magen. Wenn ein Magenproblem da ist, kann das im Herzen anzeigen, aber auch umgekehrt ein Herzproblem kann auf eine Magenschwäche hinweisen oder auf eine Nierenschwäche hinweisen. Also das sind diese Kausalketten, die man ein bisschen im Auge behalten muss. Es gibt dazu gute Literatur, wie eben das Buch Die funktionelle Medizin oder die Urliteratur von Dr. Schimmel, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Bei den Kausalketten geht es natürlich auch um die verschiedenen Keimblätter, wie ich schon gesagt habe. Man kann sie nicht gut sehen, das Ektoderm, das Mesoderm und das Endoderm, aus denen dann die verschiedenen Bereiche entstehen, aus dem Ektoderm das Äußerliche, aus dem Endoderm die innerlichen Sachen und aus dem Mesoderm das dazwischen. Die sind auch unterschiedlich mit den Gehirnarealen in Verbindungen mit dem Althirn, Kleinhirn und Stammhirn und dem Neuhirn. Das heißt, es gibt auch da immer den Zusammenhang, wo man dann, so wie der Dr. Hamer dann gesagt hat, nie sagen kann, okay, ein Schock löst jetzt eine Krankheit aus, sondern er ist auf allen Ebenen zu finden, im Gehirn, im Organ und im System dazwischen, im mental-emotionalen. Aber zu wissen, wo ein Problem ist, weiß man auch, wo es herkommt. Es gibt nämlich nur eine Möglichkeit, wo es herkommt. Und das ist für viele schwierig zu begreifen. Das Problem der ganzen Hamerschen Geschichte ist, dass er nicht sehr allgemein gearbeitet hat, sondern sehr, sehr einen starken Fokus auf Krebs hatte und auch sehr viele Erfolge damit hatte. Aber dabei wird übersehen, dass er sehr allgemeine Grundgesetze gefunden hatte und auch beschrieben hatte, sie aber nur sehr einseitig auf den Krebs anwendete. Und darum glaubt jeder bei Dr. Hamer nur an die Krebsentstehung durch diese fünf Naturgesetze. Aber es geht um die Entwicklung und die Entstehung aller gesundheitlichen Probleme, aber auch um unsere Stärken und Schwächen allgemein. Das heißt, man kann zu jedem Problem sofort sagen, welche Systeme im Körper sind betroffen und wo ist es im Gehirn zu finden. Das ist das, was die Keimblätter und die Hamerschen Theorien auch als Kausalkette zeigen. Segmentale Zusammenhänge, hier habe ich ein Bild von einer befreundeten Physiotherapeutin, die mir das zur Verfügung gestellt hat. Man sieht hier, wie bei der Ausbildung zum Dornbreuß-Spezialisten gelehrt wird, wie die Zusammenhänge Wirbelsäule, Wirbel zu verschiedenen Körperfunktionen, zu verschiedenen Organen gemacht werden. Es ist nur eine Ausprägung segmentaler Zusammenhänge, die noch sehr viel weitergeht. Ich möchte sie hier nur der Komplettheit anführen, aber da kann man sehr viel herauslesen, wenn man sagt, okay, ich habe immer Probleme mit zweiten, dritten Halswirbel, dann weiß ich auch, was noch dahinter stecken kann, beziehungsweise welches Feedback da mich noch treffen kann, beziehungsweise schon getroffen hat. Bei der Matrix hier ein bisschen ein komplizierteres Bild wie vorher. Man sieht die Organe hier in lila und man sieht die Gefäße hier in rot. Man sieht die Nerven hier in gelb und die Abwehrzellen zum Beispiel in blau. Strukturzellen in grün und die Immunzellen, die für die Regulation zuständig sind, in orange. Und man sieht aber hier noch viel besser eben dieses Kollagen und Elastin, das das ganze System aufrechterhalten und die eben gallertig oder eben in einem sehr, sehr flüssigen Zustand sein können. Der Pischinger Raum, so nennt man das, weil er es so quasi etabliert hat, ist das Zentrum
sollte das Zentrum jeder Bemühungen sein, wenn es um Prävention in jeder Form geht, um Primär, Sekundär oder Tertiär. In diesem Bereich muss es dazu kommen, dass die Zellen wieder gut ernährt werden, dass Schlackenstoffe wieder gut abgeführt werden können, dass Immunzellen gute Informationen kriegen, gegen wen sie kämpfen, dass Elastin sich den Strukturen anpassen kann, die Nerven in alle Richtungen ihre Informationen weitergeben können, weil es ist ein Zusammenspiel von zum Beispiel den Hormonen mit den Neurotransmittern, mit dem Biorhythmus. Es ist ein Zusammenspiel zwischen eben zellulärer, informeller und struktureller Information. Also wir haben hier die Ernährung, wir haben die Entsorgung von Schlackenstoffen, wir haben das informelle Strukturregulatorium und da muss man arbeiten. Das ist die Matrixmedizin. Das geht quasi über den ganzen Körper, weil, und es geht auch in die Zelle rein, wenn man jetzt dann einen Schritt noch in die Tiefe geht. Es ist, wie gesagt, diese Strukturen, Elastin oder Kollagen oder dieses Spinnengewebsmäßige ist wie ein Skelett, ein Zytoskelett. Zwar ein sehr, sehr flexibles, aber doch starkes Gewebe. Und dieses Zytoskelett setzt sich auch in die Zelle fort und so trägt es dazu bei, Informationen bis in den Zellkern zu bringen und dort eben dafür zu sorgen, dass die Gene in der richtigen Reihenfolge angeschaltet werden, dass Prozesse richtig ablaufen, wo man sich immer denkt, wie kann das sein, dass Informationen in die Zelle reinkommen und dort sofort in Millisekunden zu einer Antwort führen. Es geht um dieses Skelett und da geht es nicht nur um eben Moleküle, die hier arbeiten, sondern es geht um Frequenzen. Dieses Skelett schwingt in einer Frequenz, das ganz, ganz wichtig für die Kommunikation ist und kommt zu einer falschen Schwingung, kommt auch zu falschen Informationen. Aber hierzu mehr in der Energiemedizin. So wie zu allen den Themen heute gibt es auch noch sehr viel spezifischere Vorträge zur Matrixmedizin, zur funktionellen Medizin, wo es um die Keimblätter geht oder um die Kausalketten. Also ich möchte, wenn Sie Interesse haben, Sie durch diesen sehr interessanten und oft sehr, sehr umfangreichen Fluss durchführen, damit Sie für sich in der Prävention schneller ans Ziel kommen. Bei der Matrix muss man auch sagen, da ist wirklich der Scheideweg der Medizin gewesen, nämlich die Entdeckung der Zelle im Mikroskop und man hat die Zelle dann zu dem gemacht, was sie jetzt ist, zum wichtigsten Faktor in unserer Medizin. Früher waren es die Säfte, hier dargestellt durch einen Menschen, der sich den Urin eines Klienten oder Patienten anschaut, und danach waren es nur mehr die Zellen. Die alten oder noch älteren, wie soll man sagen, oder noch nicht so weit entwickelten Medizin, wie es die TCM ist oder die ayurvedische Medizin, die sind noch in der Säftelehre. Die schauen sich noch gern den Stuhl an, die schauen sich auch noch gern den Urin an, schauen sich noch gern oder messen den Puls, schauen sich die Zunge an mit Belag und so. Wir haben am Anfang des letzten Jahrhunderts oder Mitte des letzten Jahrhunderts leider diese einfachen Mittel zur Etablierung von Medizin abgegeben und haben sich sehr stark der wissenschaftlichen Forschung auf Basis der Zellen verschrieben und sind auf dem Weg auch noch nicht am Ende, sondern glauben immer noch, dass alles in der Zelle steckt und eine kranke Zelle muss entdeckt werden, koste es, was es wolle. Dass natürlich eine einzelne Zelle schwierig zu finden ist, aber dass man außen im ganzen Großen in der Matrix schneller fündig werden würde, das ist eine andere Geschichte. Letzter Punkt, bei meiner biologischen Medizin ist die Psychoneuroimmunologie. Hier habe ich nur ein Beispiel herangeführt, wie man sich erklärt, wie psychischer Stress über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse zu Krebsentstehung beitragen kann oder wie sympathische Nervensystemüberreizung zu Problemen führen kann. Natürlich über die Veränderung des Lebensstils durch einen erhöhten Rauch- und Alkoholkonsum, einen erhöhten Fettverzehr, weniger Training und einen erhöhten BMI.
damit ein ungesundes Leben. Das macht natürlich der Stress. Wenn man viel arbeitet, hat man wenig Zeit für Ausgleich. Dann natürlich allgemein, weil es über da verschiedene Cortisol-Bereiche geht von der Nebenniere her. Die DNA-Schäden werden immer mehr, die Reparatur wird immer weniger. Damit verkürzen sich auch die Telomere, also die Bereiche, die für die Zellteilung verantwortlich sind in der Erbsubstanz. Und auch die Telomerase-Aktivität, die dem entgegenwirken kann, sinkt. Also hier haben wir dann eine erhöhte Schädigung der DNA. Und das kann schon einmal zu Krebsvorstufen, also Phänotypen führen, die besonders ums Smuzin gehen, ein berühmter Oberflächenmarker. Und dann natürlich geht dieser psychische Stress direkt aufs Immunsystem, der größten Waffe gegen Krebs, nämlich den Vorstufen von Krebs. Also die Früherkennung startet eigentlich in uns mit dem Immunsystem. Ein Immunsystem muss erkennen, was eine gute, gesunde Zelle ausmacht und was eine kranke Zelle ist. Und dann natürlich dann die verschiedenen Entzündungsfaktoren bzw. Gewebsfaktoren wie VEGF und dergleichen, die dann dazu führen, dass der Tumor sich auch selbst ernähren kann, selbst sein System aufbauen kann mit Gefäßen und dann spätestens auch zu einer Metastasierung führen kann. Also da sieht man, dass schon viel Wissen da ist, aber noch sehr unspezifisch genutzt wird, beziehungsweise noch von allen immer sehr stark hinterfragt wird, weil man ja eh ein altes System hat. Aber zum Beispiel der Professor Schubert aus Innsbruck ist da ein federführender Wissenschaftler. Bei der Vererbung habe ich auch da zwei also die Mitochondriopathie ist so eine Geschichte, die wird noch völlig unterschätzt. Viren in der Erbsubstanz von Eizellen und Spermien wird eigentlich komplett ausgeklammert. Also bei den Mitochondriopathien geht man ja davon aus, dass immer mehr über die Eizellen Probleme weitergegeben werden. Also Mitochondrien der Eizellen der Mutter entscheiden über die Gesundheit des Fötus, über die Gesundheit des Babys. Also, und über die Generationen wird die Erbsubstanz, damit Informationen in der Eizelle immer schlechter. Das heißt, diese Mitochondriopathien, dass schon Kinder auf die Welt kommen, die schlechte Zellöfen haben, wird immer verstärkt werden. Auch wenn es jetzt nicht so massive Geschichten sind, aber zum Beispiel die ganze Flut von Autismus oder ADHS kommt auf diese Mitochondriopathien zurück. Auch die Allergien nimmt man an, auch das Autoimmune sind Probleme der Mitochondrien und die werden über die weibliche Schiene vererbt. Gott sei Dank, sage ich mal, weil die sind auch noch, die Damen sind die vernünftigeren im Lebensstil. Aber insgesamt muss man davon ausgehen, dass in den nächsten Generationen immer mehr Kinder auf die Welt kommen, die von vornherein schlechte Energieproduzenten sind über solche Mitochondriopathien, also Veränderungen in der Erbsubstanz und im ganzen Funktionieren damit der Mitochondrien, der Zellöfen. Was ich dann noch habe, also wenn wir schon bei der Vererbung sind und die ein bisschen komplementär betrachtet, dann sind die Mitochondrien das eine und insgesamt die Erbsubstanz die andere. Und man nimmt auch an, aber das ist eben nur eine ganz kleine Gruppe von Spezialisten, dass über die Erbsubstanz von Spermium oder Eizelle auch virale Partikel übertragen werden. Man weiß ja auch, dass 40, 30, 40% unserer Erbsubstanz eigentlich viralen Ursprungs sind, aber dass auch die dann aktivierbar sind. Hier habe ich jetzt gezeigt, wie eine Zelle durch einen Virus beimpft wird und dann die Information des Virus in die Zelle, in den Zellkern eindringt und dort sich auch zum Teil in die Erbsubstanz einbauen kann. Also das ist auch ein Beispiel, wie man sich Vererbung von so Dingen wie chronischen viralen Belastungen oder eben so Syphilis, so wie es vom Hahnemann in der Homöopathie gezeigt worden ist, wie sowas vonstatten gehen konnte bzw. immer noch kann, wird aber so von den Genetikern eigentlich nicht als Theorie anerkannt. Aber sollte man immer hinterfragen, dass man über die Grundbausteine jedes Lebens, also jedes Fötus, nämlich die Eizelle und die Spermienzelle, hier zu verschiedenen Problemen von Anfang an kommen kann. Und wenn man sich den großen Überblick anschaut, wie es der verschiedene Ärzte im ganzheitsmedizinischen Bereich haben, hier der Entwickler der Holopathie, dann muss man sagen, es ist schon wichtig, den Überblick zu haben und da kommt man meistens mit
den ganzen labormedizinischen Analysen nicht durch, weil es unleistbar ist und wahrscheinlich auch viel, viel zu belastend für den Klienten, dieses ja, System des Zusammenspiels der verschiedenen Parameter auf die Schliche zu kommen. Es gibt immer Reaktionsblockaden von verschiedenen Herden im Zahnbereich, bei Narben. Es gibt immer Energiemangelzustände im zentralen Nervensystem durch Schwermetalle, durch verschiedene Elektrosmogbelastungen. Es gibt immer Schwermetallbelastungen durch Pilze, chronische Stressreaktionen, Immunsuppression und das führt dann schlussendlich zu einem Symptom, sprich zu einem Krankheitszustand oder verschlechterter Gesundheit. Und was man hier tun sollte oder tun kann, ist sich energiemedizinischer Komplementäranalyse-Systeme zu bedienen. Einerseits, um den Stoffwechsel mal zentral im kleinsten Bereich anzuschauen, also was passiert bei der Produktion von ATP, ist da genug Power dahinter? Sowas mache ich gerne mit dem CS-System. Gibt es Probleme im Energiefluss im Körper? Also gibt es irgendwo Bereiche, die sehr stark kompensieren müssen? Gibt es stark belastete Bereiche? Gibt es von vornherein geschwächte Bereiche? Stressanalyse hinsichtlich, was stresst meinen Stoffwechsel? Sind es Schwermetallbelastungen? Sind es Allergien, Unverträglichkeiten? Sind es Chemikalien? Ist es eine geobatische Belastung wie eine Wasserader und dergleichen? Und das ist schon eine super Geschichte, wenn man so eine Präventionanalyse auf energetischer Basis machen kann und das auch interpretieren kann, beziehungsweise den Menschen auch gleich auf derselben Ebene helfen kann. Es war jetzt viel Information und darum möchte ich sagen, das ist nur ein Teil davon. Ich als Teil der Akademie Gesundheit 2.0, wo wir um die personalisierte Prävention uns Gedanken machen, wir bringen eben diese Dinge zusammen in unserer Ausbildung, in einem Webinar-Ausbildungssystem. Für Sie als Spezialist, als Heilpraktiker, als Arzt, darf ich Ihnen sagen, dass Sie da nicht bei Null starten müssen, sondern wir begleiten Sie auf dem Weg in den Bereich Ganzheitsmedizin, in den Bereich Regulationsmedizin, Informationsmedizin, funktionelle Medizin, Matrixmedizin, wie wir sie auch immer nennen möchten. Und mit unserem Technologiepartner geht es darum, dass wir Ihnen auch Geräte in die Hand geben wollen, mit denen Sie sehr schnell in dem Bereich sehr viel Gutes tun können, viele neue Informationen Ihrem Klienten, Ihrem Patienten weitergeben können, auch sehr gut therapieren können. Wenn es dazu Interesse gibt, bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage www.gesundheit20.com, um unsere Möglichkeiten zu sehen. Unser Konzept für individuelle Prävention beginnt beim Präventionsreferenten, geht über den Präventionspraktiker bis eben zu dem NLS-Spezialisten, wo es um die direkte ja, energetische Diagnose von Problemen gehen kann. Und hinter dem Ganzen steckt immer eine Geschichte, die wir in der Prävention immer ganz hoch leben lassen. Das ist nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen Präventionsspezialisten heranbilden, die dem Patienten Hilfe zur Selbsthilfe leisten können, die sie nicht abhängig machen, sondern ihnen zeigen, wo sie Schwächen haben, ihnen gute Tipps geben können, was sie dagegen tun können, das auf besten biologischen Weg und dann ihnen hoffentlich ein Leben lang unterstützend zur Seite stehen. Gut, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen für das Thema erwärmen. Alles andere bitte auf der Homepage sich anschauen oder eben sich das Video vielleicht noch ein zweites Mal durchschauen. Dann freue ich mich und würde vielleicht, wenn wir uns mal wiedersehen, Ihnen noch mehr erzählen können. Herzlichen Dank.